Ja, hallo zusammen, willkommen zum nächsten Let's Play. Ich wollte ja nochmal Deckbau machen und ich habe ein bisschen rumexperimentiert und präsentiere euch jetzt schon ein recht fertiges Deck. Die Idee, Grixis Control zu spielen, hat mich sehr überzeugt. Wir spielen aber eine Version ohne Counterspells. Das ist halt viel zu schlecht irgendwie, was wir da zur Verfügung haben. Aber ja, ich suche mir jetzt erstmal hier noch was Schönes. Das sieht denn so nach Grixis aus. Grixis, Sarkhan ist nicht Grixis. So Nicol Bolas Grixis wäre doch was. Haben wir nicht. Der sieht auch gut aus. Das ist das Avatar. Hier. So. Richtig evil. Brauchen wir hier so einen düsteren Hintergrund. Perfekt. Grixis Control. So. Ja, wie gesagt, ein bisschen wenig Deckbau, aber es war, ich musste super viel hin und her schieben, aber das Deck ist echt geil geworden. Wir haben Madness, wir haben Control, wir haben ultra geile Finisher, wir können lange überleben, denke ich, und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Wenn wir ein bisschen uns stabilisieren, dann denke ich, kriegen wir das hin. Und ja, passt mal auf, ich zeige euch mal ein bisschen was wir gebaut haben. Also Mana-Kurve, wir haben insgesamt 10 Kreaturen nur, dafür aber 25 Zaubersprüche, 25 Länder. Das ist halt typisch Control, dass man wesentlich mehr andere Zaubersprüche eben als Kreaturen hat. Die Kreaturen sind nur so Sachen, die einem irgendwie helfen oder eben wenige starke Finisher. Und halt ein leicht höherer Landanteil. Ich habe das hier, ihr seht, es ist größtenteils blau, obwohl ich keine Counterspells spiele. Ich muss gleich nochmal drüber schauen, vielleicht ändere ich da doch noch ein bisschen was. Aber, ja, wir wollen ja konstant Landdrops machen, weil wir viel Mana verbrauchen. Schwarz-Rot-Anteil ist gleich. Wir haben halt in Rot viel Removal. Blitzaxt zum einen kennt ihr bestimmt schon. Einfach geiles Kreaturen-Removal hier in dem Spiel. Tötet sie, glaube ich, so ziemlich alles am Anfang. Zusätzlich Karte abwerfen, da habe ich so ein paar Madness-Sachen eingebaut. Wieder der feurige Impuls. Chandra's Eid eigentlich nur, um 3 Schaden zu schießen. Wir haben nur einen Planeswalker im Deck. 2 Telling Time für Card-Quality. Das sind die blauen Karten hier, Wahnsinn, damit wir, wenn wir was discarden, eben keinen Kartennachteil haben, sondern auch noch wenigstens eine Kreatur beim Gegner wegbouncen. Madness, wichtig. Removal, Removal, was wir aufteilen können. Removal, Madness Removal, Madness Removal, ganz wichtig, geil, aber es ist ein Richtspruch, wir haben viele Rares im Deck. Dann habe ich hier 3 Looter, rücksichtslose Gelehrter. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber gut, man muss mit dem arbeiten, was man kann, auch zum Kartenqualität machen. Das ist unsere Early Defense, die Jorubai Schlammkriecher. Hat man damals tatsächlich im Standard in meinem Sideboard gespielt. Das sind 2-4 Lifelink, wenn wir einen Sumpf kontrollieren. Also wir können den Lifelink geben. Sehr, sehr, sehr stark fürs Early Game. Wir haben eine Chandra. Auch eine Karte, die ich ganz geil fand, war Rückzug nach Hagra. Mit dem Drain hält uns das echt lange am Leben. Sehr schön. Katalog ist Drawn und Madness Enabler. Draw und Madness Enabler. Read the Bones. Auch Karten ziehen. Burn Spell. Hier ist einer unserer Finisher, der Akum Feuervogel, habe ich mich für entschieden. Er ist nicht schlecht, 4 Mana, 3-3 fliegend Eile, muss immer angreifen. Wir können ihn halt immer wieder aus dem Friedhof ins Spiel holen. Also ist einer unserer Finisher, den wir immer wieder benutzen können, auch wenn er stirbt. Talent des Telepathen wollte ich einfach mal spielen, weil ich die Karte noch nie in meinem Leben gecastet habe. Können wir wahrscheinlich sehr gut mit Zauberkunst wirken, dann 2 Spells aus dem gegnerischen Deck spielen. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Kann man mal machen. Hier mit Madness ein paar Zombies machen, dachte ich, ist ganz gut. Beißender Regen, Mass Removal fürs Early Game, auch ganz geil, auch mit Madness. Hard Removal, Vergessenheitsschlag, dann ein bisschen besessener Scarab. Kartenvorteil, der lässt uns unsere Instant und Sorceries oder sogar auch nochmal eine Kreatur wieder aus dem Friedhof zurückholen. Mit den guten Spells können wir da ordentlich Kartenvorteil machen. Dann Draw fürs Late Game, 3 ziehen, 2 Länder enttappen, eine abwerfen, auch super. Dann von unter den Dielen, auch noch eine Rare, die ich noch nie gecastet habe, mit Madness sehr stark. Wir kriegen x Zombies, x Leben oder für 5 Mana kriegen wir 3 Zombies und 3 Leben, auch gut. Eine Felssalve, die zermalmenden Tentakel wollte ich spielen, wir bouncen einfach alle Non-Basics, alle Nicht-Landkarten so, kriegen eine fette Krake und noch sieht er wenig Finisher. Und den Fluten entsteigen gibt es einen 2-2-Zombie getappt für jeden Spontanzauber der Hexerei in unserem Friedhof. Was halt einige sind in dem Deck. Also, wir versuchen zu überleben. Ich muss nochmal Removal. Ich finde, das Deck zieht ein bisschen viele Karten so auf den ersten Blick. Gehen wir nochmal kurz bei Rot rein. Ob wir hier nicht noch vielleicht das ein oder andere Removal haben. Ja, noch ein Zwillingsblitz und dafür war mir ein Looter zu viel im Deck, denke ich. Ja, das können wir so lassen. Die Mana Base gefällt mir ganz gut. Spielen 9 Inseln, 4 Sümpfe, 4 Gebirge, eine Fumarole. Dann haben wir das
vernünftige Doppelland, versunkener Talkessel und dann alles andere sind die klassischen Checkländer, Dragonsky Summit, Sulphur Falls und Drowned Catacombs. Jeweils zwei Stück. Das sorgt eigentlich bei uns für eine recht solide Mana-Base, denke ich. Und alles, was ich jetzt bisher so gesehen habe, ich schätze das Deck als echt stark ein. Vielleicht überschätze ich mich da auch ein bisschen mit dem Deck. Wettstreit online, dann kriegst du das Control. Also, wir wollen ja alles töten und richtig auscontrollen. Das kann ein geiles Spiel sein. Machen wir mal eins. Schauen wir mal, ob wir das erste Spiel hier direkt reißen können. Die anderen Decks standen ja, sind ja alle 3-0 gegangen, glaube ich. Also das letzte ist auf jeden Fall 3-0 gegangen. Davor weiß ich gar nicht mehr. Aber gute Quote. Gegen den Alex. Rang 7. Wir sind Rang 8. Wir haben definitiv das heftigere Avatar. Jo. Oh, das ist direkt eine schlechte Karte, schlechte Hand. Wir haben alle Farben Mana und nichts, was wir spielen können. Gegner macht Mulligan, wir machen auch einen. Wir haben Schlammkriecher, wir können Karten nachziehen mit Geistesblitz des Handwerkers, zwei davon voll in Ordnung. Und wir haben sogar Doppelrot für die Chandra. Das war ein guter Mulligan, würde ich sagen. Schauen wir mal, gegen was wir spielen. Ich denke mal, wir können uns echt im Early Game ganz gut gegen Goblins. Also gegen irgendwie Mono-Rot irgendwas oder Rot-Weiß-Aggro. Dafür haben wir unsere Schlammkriecher im Deck. Genau das. Jetzt müssen wir nur nach und nach nochmal irgendwann einen Sumpf nachziehen. Wäre ganz nett. Ja. Chandra ist auch so ein alternativer Finisher noch. Wenn sie das nicht überlebt, ist nicht ganz so wild. Aber was natürlich ganz lustig ist, wenn die Chandra, der Planeswalker, stirbt, geht die Chandra als Kreatur ja wieder ins Friedhof und in den Friedhof mit unserem 5-Mana-Scarb können wir ja auch Kreaturen wiederholen. Damit können wir uns auch notfalls immer die Chandra wiederholen. Das ist halt echt ganz geil. Ja, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Jetzt legen wir mal unseren Schlammkriecher. Das forst ihn auf jeden Fall auf irgendeine Form von Removal. Schauen wir mal, was er da so hat. Wir legen das zweite rote Land tatsächlich. Falls wir die Chandra irgendwie legen wollen. Ja. Wenn unser Schlammkriecher überleben sollte, die Runde. Ja gut, er kann natürlich weiter angreifen und uns kontinuierlich einen Schaden machen, selbst ohne Removal, aber trotzdem. Oh, da kommt auch noch der Pump, ey, wie frech. Aber ist echt übel. Jetzt bräuchten wir unseren schwarzen Spell, alles kriegt minus 2, minus 2. Aber wir haben noch kein schwarzes Mana, na, das ist jetzt nicht so wild. Er greift nur mit ihm als 3-3er an. Guter Angriff, ja. Ja, war richtig. Alles klar. Die drei Schaden können wir uns nehmen. Wir haben gut Zeit. Voll akzeptabel. Ah, da ist das Summit. Das ist schon mal stark. Zählt halt leider nicht als Sumpf für unsere Schlammkriecher. Vielleicht hätten wir da einen Ticken mehr Sümpfe reintun sollen. Oder irgendwas, was noch ein Land raussucht, gibt's nicht, ne? Ach, egal. Egal, Hauptsache wir können Lifelink aktivieren auf ihm. Das ist schon mal relativ wichtig. Da wir kein Madness haben, lege ich jetzt mal keinen... also möchte ich den Geistesblitz jetzt nicht spielen. So ein Madness-Spell schöner gleich wäre ganz nett. Wir können uns auch gleich eben einfach zwei Mana aufhalten. Die drei Mana benutzen dann als Spontanzauber. Können Lifelink geben. Inferno-Faust. Das war ein starker Aggro-Start. Boah, da wird unser Deck aber auch echt direkt auf die Probe gestellt, ob wir dem Aggro-Haufen standhalten. Aber wir haben ja so Karten drin wie wie heißt das Ding? Nicht Geistesblitz? Zwillingsblitz und sowas. Das wäre alles ultra, ultra stark. Blocken wir mal so, dass wir nichts verlieren. Wir hätten auch hier doppelt blocken können, um einen zu töten. Hätten dann aber 2, 4, 5 Schaden gekriegt. Wir hätten auch doppelt blocken können. Auf dem Spot. Da ist der Sumpf. Der Sumpf war natürlich sondergut. Will ich die Chandra vielleicht legen? Nee, die Chandra kann er ja abschlägen. Nächste Runde hat er das Mana. Egal, wir machen mal erstmal weiter. Oh, ich will nicht im Declare Attacks irgendwie Spontanzauber spielen. Das klappt doch nicht bei dem Spiel. Aber ich will ihm ja auch nichts vorher zeigen. Oh, das wird wieder nicht klappen. Ich sehe es schon. Ich mach mal die Maus auf Timer anhalten. Ich glaube, das jederzeit. Wann kann ich da drauf drücken? Ja, jedes Mal, wenn ich Priorität habe. Aber das... Ja, echt nicht schön.
Vielleicht greift er auch jetzt nicht an, weil er Angst hat vor Doppel-Lifelink, was halt das Board ultra stark macht. Einfach Lifelink war schon gut, aber der Swamp war stark. Zweite Inferno-Faust. Ah, okay, er will also gleich Sachen abschießen. Das ist okay. Ich habe definitiv Leertaste gedrückt. Okay. Timer anhalten. Ich würde erstmal gerne... Boah, der könnte ja komplett traden, ne? Ich ziehe erstmal meine Karten. Oh, was wollen wir abwerfen? Eine Insel? Eine Insel. Dann Blocks. Ja, wir traden ein. Wir können da nicht ewig warten. Aktivieren aber auch auf ihm Lifelink. Dann kriegen wir zwei Leben, verlieren ein Leben. Er stirbt, schießt hier drauf. Was natürlich gut ist, wir hätten auch beides tauschen können, weil er konnte die Inferno-Fäuste nicht aktivieren und hat jetzt dadurch effektiv zwei Schaden verloren, weil er kein rotes Mana aufgehalten hat. Ist okay. Aber jetzt kann er gleich wieder mit vielen angreifen. Das macht die Sache ein bisschen blöder. So ein Removal-Spell, den wir uns wiederholen können mit dem Scarb, wird mir halt echt gut gefallen. Ich würde gerne die Chandra aufs Feld legen. Ja, ich würde gerne die Chandra aufs Feld legen. Vielleicht benutzt er dann noch seine Inferno-Faust irgendwie, um sie abzuschießen. Ich weiß es nicht. Scarb kann sie gleich notfalls wiederholen. Oder wir holen uns einen Schlammkriecher wieder. Also wir kontrollen uns langsam nach oben auf unseren 11 Lebenspunkten. Könnte klappen. Gucken wir mal den Angriff. Okay, Angriff mit allen. Was macht der jetzt? Verheerende Flammen. Fügt einer Kreatur x Schaden zu, x ist gleich 2. Okay. Dann blocken wir hier. Und geben ihm Lifelink. Dann verlieren wir 3 Leben und haben eine Kreatur bei ihm getötet. Mega okay. Mega okay. Gehen auf 8. Ich denke mal nicht, dass er uns tot brennen kann. Nächste Runde mit seinen Handkarten. Er kann vielleicht 4 Schaden brennen. Wir machen Lifelink. Das klappt. Das ist doppelt gut. Endlich das Removal. Wir schießen den Goblin ab. Jetzt muss er uns einen Schaden ins Gesicht machen und kann auf jeden Fall nicht mehr töten. Mit dem Ping-Schaden, er kann die Fäuste nicht aktivieren. 2:1 getauscht. Schmeckt. So, wir überspringen den Angriff und das ist der Punkt, wo wir als Control-Deck uns eventuell den Sieg holen können. Jetzt gerade hier für die Anfänger. Wir sind gerade an dem Punkt mit dem Control-Deck, wo wir das Spiel auf unsere Seite rüberbiegen. Hätte ich mal mein Removal behalten. Fliegend, lege eine Marke, auf der schon eine Marke... Ja, okay, das ist egal. Okay, jetzt müssen wir uns den Scarb holen und den Engel abschießen. Wenn wir ein Land ziehen, können wir das alles in einem Zug sogar machen. Nee, können wir nicht. Ich würde gerne blau-rot-schwarz auflassen. Ja. Okay, wir kriegen einmal 4 Schaden in der Luft. Das können wir vertreten. Wir nehmen die Feuerkunst zurück auf die Hand, um nächste Runde den Engel abzuschießen. Können... Halten hier natürlich das 2 Mana auf für Lifelink. Das denkt unser Gegenüber. Wenn er dann aber nur mit dem Flieger angreift und wir uns die Lebenspunkte dann nicht holen, dann können wir noch die ausgenutzte Zeit spielen und uns ein wirklich gutes Removal noch zusätzlich auf die Hand holen. Wir nehmen einmal 4, gehen auf 3 und jetzt ist halt Burn Spell oder Bust. Also wenn er jetzt 3 Mana Burn hat, haben wir verloren. Da können wir nichts gegen tun. Ansonsten, ja, wir haben... Endstep! Oh, wir haben noch im Endstep angehalten. Ich wollte schon fluchen. Es hat geklappt. Wir nehmen auf die Hand den... Egal, Looter. Ja, auf die Hand. Aufs Deck. Insel unters Deck. Dann haben wir unser Removal. Okay, ich würde auch gerne mit ihm angreifen für Lifelink, um uns aus Burn-Reichweite zu bringen. Greifen wir erstmal an. Wartet mal. 2. Dann pusten wir den Engel weg und halten uns die Blitzaxt für Notfall auf. Ja. Ich will mir halt auf jeden Fall Leben generieren. Ich will jetzt nicht immer... Oh, wartet mal. Wir können noch viel besser. Wir greifen mit dem Scarab an. Das funktioniert doch, oder? Eine Kreatur kriegt Lifelink. Ja. Angriff. Schauen, ob er blockt. Ja.
Interessant, dass er auf 20 Lebenspunkte da blockt. Dann geben wir dem Lifelink, dann kriegen wir nämlich 3 Leben dazu. Doppelt schwarz tappen, das ist okay. Dann gehen wir auf 6. Jetzt fühle ich mich sicher. Okay, weiter. Was hat er jetzt? Bestimme eine Kreatur, Duells. Was? Bestimme eine Kreatur, du hältst Lebenspunkte in höherer Stärke und verhindere allen Schaden. Oh. Aber gut, dass wir genug Removal haben. Ja, jetzt muss er halt irgendwas richtig Dickes nachziehen. Ansonsten sind wir da safe. Definitiv kein Angriff. Hat er wieder einen Combat-Trick? Oder legt er noch eine Kreatur? Ne, er hat noch was anscheinend. Land ist okay. Spielen wir mal Bücher wälzen. Ja, ein bisschen was nachziehen hier. Ein bisschen Power. Bestimme ein Land, das enttappt werden soll. Was haben wir denn hier? Ich habe nicht aufgepasst. Nehmen wir eine Insel und was ist das da drunter? Ein Sumpf? Nee, nur noch eine Insel am besten. Mountain. Insel. So. Bestimme eine Karte aus deiner Hand, die du abwerfen willst. Leider nehmen wir den Sumpf. Legen unser Land. Greifen wir an? Nein, wir greifen nicht an, oder? Wir greifen nicht an. Ah, es gibt nicht viele Burn-Spells in dem Spiel. Deswegen kann man das Deck doch eigentlich gut spielen. Er beendet. Okay, es interessiert nicht. So, Looter ist active. Jetzt wird's geschmeidig. Greifen wir an. Hat er sowas wie Zerstöre eine angreifende Kreatur? Das wäre ganz, ganz schlecht für uns. Deswegen greifen wir nicht an. Es ist so knapp. Geiles Spiel. Kein Angriff, gehe ich mal von aus. Endstep, Hauptphase, Endstep, Pause. So, wir würden gerne looten im Endstep. Ich würde gerne eine ziehen und eine abwerfen. Ein bisschen Länder entsorgen. Länder ziehen und noch mehr Länder entsorgen. Komm, wo sind unsere Finisher-Spells? Einer der 1000, der Phönix oder irgendwas interessiert dich. Irgendwas. Schauen wir mal, ob wir ihn zerstören können oder ob er da was gegen hat. Nein. Ich würde echt... Wir greifen mit dem Looter an und geben dem Looter Lifelink. Falls er was hat, wie zerstöre eine angreifende Kreatur. Ich will ein bisschen Leben generieren, ganz wichtig, will aber nicht im Angriff unseren Schlammkriecher verlieren. Das wäre einfach super Blowout. So, wir sind auf 5 Leben, das ist stabil. Jetzt musste ich mich einfach mal trauen. Nachdem ich die Kreatur töten konnte, sicher töten konnte, passt das? Nice. Wir machen uns jetzt die Lebenspunkte und dann sind wir doch Tutti, oder? Er kann da nichts ziehen, um uns in Response zu töten oder sowas. Bestätigen.
Dann würde ich sie gerne wirken. X gleich 8. GG? Ja! 13 Leben. Ich wusste, dass die Karte gewinnt. Ich wusste es. Nein, wir opfern ihn immer noch nicht rein. Für zerstöre einen, angreifen oder blocken eine Kreatur. Wir töten ihn einfach nächste Runde oder übernächste. Geil! Geil! Das Deck ist so geil! Das Deck ist so geil! Ich hoffe, euch das gefällt das auch. Also es ist halt Control ohne Counterspells. Klappt. Nur der Wind. Es wird immer besser. Dann Attack. Bumm. Warte mal. Alle. Und dann nehmen wir ihn und ihn zurück. Das sind 16. Plus 4 wären nicht lethal. Also müssen wir nicht mit allen angreifen. Ups, ich habe vergessen, Lifelink zu geben. Egal. Wir halten uns Mana zum Controllen auf. Okay, jetzt sucht er sich eine Aura raus. Das darf er sehr gerne tun. Plus 1, plus 2 in Flugfähigkeit. Ja. Auch wenn er hier Eile geben kann oder so. Mittlerweile haben wir viel zu viel Leben. Plus 2, plus 4. Okay. Dann haben wir gewonnen. Schub, schub. Aber er will es noch ausspielen. Vielleicht will er noch ein paar Karten sehen. Vielleicht gefällt ihm unser Deck. Ha, wer weiß. So, wir werfen mal nur der Wind ab. Madness bestätigen. Bounce. Ah, es tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Es tut mir ein bisschen leid für ihn. Bitter ausgecontrolled. Aber wie gesagt, wir hatten vorhin den Punkt, an dem wir quasi das Spiel rumgedreht haben. Es hat gereicht. War ganz cool. Ah, nice. Da haben wir die Karte noch. Die können wir ihm doch noch zeigen, oder? Wupp. Mal gucken, wie viele Zombies wir kriegen. Rein interessenhalber. Ich habe nämlich nicht mitgezählt. Nochmal. Boah, das Ding ist echt sieb. Boah, das Ding ist so geil. Das Ding ist so geil. Das Deck ist ultra nice. Easy. Freunde. Easy. Easy. Zombie, kriegst du das Control? Boah, ist das geil. Das Deck macht ultra Spaß. Es macht ultra Spaß. Ich hoffe, es macht genauso viel Spaß zum Zuschauen. Lasst mal einen Kommentar da. Jetzt, wie wir das in letzter Zeit immer gemacht haben, spiele ich ja dann immer noch ein, noch zwei weitere Spiele mit demselben Deck. Lasst ruhig Kommentare da. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall machen. Wir haben auch bald wieder Geld für einen Booster. Ich freue mich. Ja, lasst Kommentare da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.